Welche Stadt sperrt alle 2 Jahre im Sommer ihre Prachtstraße und feiert dort 4 Tage lang mit mehreren tausend Besuchern? Richtig, Donauwörth. Das beliebte Reichsstraßenfest gehört zu den Höhepunkten im Donauwörther Veranstaltungskalender. Das Bürgerfest zwischen Tradition und Moderne ist ein Fest für alle Generationen. Doch Donauwörth hat das ganze Jahr über einiges an Kultur zu bieten. Das kulturelle Leben hat in Donauwörth einen sehr hohen Stellenwert, was sich in vielfältiger Weise zeigt. Viele Veranstaltungen haben sich seit Jahren fest etabliert, sowohl mit bekannten Namen und auch heimischen Künstlern. Für sich sprechen auch stets die große Anzahl von Besuchern sowie das überzeugte Kultursponsoring von den heimischen Firmen und Institutionen. Und somit können wir natürlich erschwingliche Eintrittspreise anbieten. Geschichte zum Anfassen gibt es beim Schwäbisch-Werder Kindertag. Die Donauwörther Kinder spielen dabei die Vergangenheit ihrer Heimat nach. Etwas Besonderes ist dabei alle 2 Jahre das große Historienspiel im Heiligkreuzgarten. Ein weiteres Donauwörther Aushängeschild ist das historische Fischerstechen. Ein Wettkampf der Schiffer und Fischer, der auf der Wörnitz ausgetragen wird. Eine Besonderheit in Donauwörth ist die Freilichtbühne am Mangoldfelsen. Vor einem gigantischen natürlichen Hintergrund, dem geschichtsträchtigen Mangoldfelsen, präsentiert das Theater Donauwörth jedes Jahr 2 verschiedene Theaterstücke. Im Herbst lädt jedes Jahr der Herbstmarkt zum Bummeln ein. In typischer Marktatmosphäre gibt es hier schwäbisch-bayerische Sachen zu kaufen. Im Winter ist bei Bürgern und Gästen der Donauwörther Weihnachtsmarkt besonders beliebt. Tausende von Lichtern leuchten hier und schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Außerdem kann man in der Weihnachtszeit rund 150 Veranstaltungen wie Adventskonzerte oder Ausstellungen besuchen. Doch auch an kulturellen Sehenswürdigkeiten gibt es in Donauwörth einiges zu entdecken. Donauwörth ist quasi ein kulturelles Kleinod mit architektonischen Bauten. Also es gibt hier vieles zu entdecken aus diesen unterschiedlichsten Epochen, wie das gotische Liebfrauenmünster, dem Renaissance-Schloss der Fugger oder auch der spätbarocken Klosterkirche von Heiligkreuz. Vergessen darf man natürlich auch nicht den Enderle-Saal mit seinem berühmten Deckenfresko, das Göttermal. Und natürlich haben wir noch 5 Museen aufzuwarten. Das wohl bekannteste der Donauwörther Museen ist das Käthe-Kruse Puppenmuseum. Das Museum wurde 1993 eröffnet und basiert auf der Puppensammlung der Familie Kruse. Da haben wir ganz starke Verbindungen natürlich zur Käthe Kruse, überhaupt zur Familie Kruse. Die Tochter von der Käthe Kruse, die Hanne Adler Kruse und ihr Mann Heinz Adler, die waren die letzten Firmeninhaber aus der Familie Kruse. Und die haben 1988 ihre private Sammlung, also die Sammlung der Familie Kruse, an die Stadt Donauwörth übereignet. Allerdings eben mit dem Ziel, hier in Donauwörth ein Museum einzurichten. Also wir sind das einzige Käthe-Kruse-Museum, viele gibt es ja eh nicht auf der Welt, aber wir sind das einzige, was so ganz enge Anbindung an die Familie Kruse hat. So dreht sich in dem Museum alles um das Leben und Werk der berühmten Puppenkünstlerin Käthe Kruse, die 1950 nach Donauwörth kam. Ein eigener Raum ist dabei der Herstellung der Puppen gewidmet. Hier wird eindrucksvoll die zeitaufwendige Fertigung der Puppen gezeigt. Außerdem schmücken das Museum natürlich viele, viele Ausstellungsstücke, die eine ganz besondere Geschichte haben. Wir haben viele besondere Ausstellungsstücke, aber hinter uns sieht man eben ein ganz wichtiges Paar, was auch sehr bekannt ist und unser Museum auszeichnet. Margretchen und Jockerle, also das berühmte erste Puppenpärchen von Käthe Kruse. Und das Besondere ist, wir haben auch noch eine Fotografie. Da sitzt die Käthe Kruse mit ihrer Tochter Hanne Adler Kruse auf dem Sofa und Käthe Kruse hat eben genau die beiden Puppen auf dem Schoß.
5 Museen und viele besondere Sehenswürdigkeiten. An Kultur hat Donauwörth wirklich für jeden etwas zu bieten. Ansonsten ist der Jahreskalender reich an Konzerten, Kabarett, Lesungen, Theater, Festen, Kinderveranstaltungen und Ausstellungen. Donauwörth bietet Kultur zum Erleben und Genießen auf hohem Niveau an. Freuen Sie sich oder lassen Sie sich anstecken vom Flair und vom Charme Donauwörths.